Wegen so einem Kraftpaket musst du technisch ringen. Es gibt so eine goldene Regel, schlägst du mich hart, schlag ich härter, ne? Im Endeffekt. So. Genau so ist es. Ja. Ja? Du versuchst hier so. Aha. Hier schon. Mhm. Hier tut das weh. Wo unangenehm ist, ne? Ja. Da wo am Ende. Ja, zack, pop. Ja, vergleichen. Ja, da bin ich schon. Ist schon unbequem. Ist los. Da du kein Ringer bist, dein Ziel ist, den Weg zu machen. Genau, weg wieder. Und Stand. Pause. So, wir haben verdient, ne? Kleine Pause. Jo, Leute, hier ist Abus. Heute haben wir zu Besuch den Owe von Smiley Dogs. Dann zeigen wir denen ein bisschen ein paar Tricks in Ringen, Grappling, so in MMA-Richtung. Ist wieder krass, so mit Ringen, mit dem ganzen Körper, so, das ist wieder so ungewohnt. Das merkst du direkt schlauchen, so, das merkst du direkt. Das ist so, als wenn du 2 Minuten deinen kompletten Körper so anspannst. Aber die Kunst ist ja auch dabei, relaxed zu bleiben. Und das muss man sich erstmal wieder aneignen. Weil man ist die ganze Zeit angespannt. Ah, er will mich gleich runterbringen. Ah. Und das saugt schon voll Energie. Man muss relaxed bleiben, so gucken. Von der Position. Das, was wir eben geübt haben, ja. Versuchen wir voll. Okay, ich verstehe schon. Ja, das machen wir so einmal. So rangeln. Genau. Okay, es wird gerangelt. Professionell. Ja. Ich muss sagen, bei Profi-Training musst du dir keine Sorgen machen, dass hier jetzt einer auf Asse kommt oder sonstiges. Mhm. Die meisten Jungs, die haben Gefühl, die wissen, wo man Druck aufbauen muss, wo man so nachlassen muss und so. Das ist deshalb immer so auch das meiste Problem, wenn man mal ein anderes Gym besucht, merkt man so, okay, man ist der Neue. Aber alle anderen merken auch, ah, den zeige ich es heute. Sowas gibt es ja auch oft. Ne? So, dann kommen so diese Ego-Spielchen so, dass er eine extra bisschen Dollar macht, hier, da, dann ist wieder Verletzungsrisiko. Und dann will man sich natürlich auch irgendwie beweisen, dann muss man auf Krampf mithalten und so. Und dann eskaliert das immer so. Ja, das ist 100% so. Bei uns ist das auch meistens so. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Paris fahre zum Sparring. Ja, genau sowas. Ich komme ja zum Sparring. Normal, die Jungs wollen eine Schwäche zeigen, dass man dann am nächsten Tag nicht redet. Ich bin zwar nicht derjenige, der redet, aber es gibt oft, wo die Jungs dann am nächsten Tag erzählen, ah, den habe ich da auf den Arsch gesetzt, den einen habe ich lieber verpasst und so. Okay, krass, und damit man das vermeidet, macht man schon nicht. Abus, jetzt lass doch mal fassen, egal was du willst. Dankeschön. Lass mich doch fassen. Wegen so einem Kraftpaket musst du technisch ringen. Diese Kraft bringt dir ja nichts. Technisch ist hier. Das hier. Kann ich jetzt von der Seite aus nichts machen. Ja, ich verstehe. Hast du noch was in Erinnerung, wo du mal ein Gym besucht hast, sei es im Ausland oder sonst wo, wo du gemerkt hast, so krass, der will mir gerade richtig auf die Fresse hauen? So? Gab es sowas mal? Wenn ich außerhalb war, war das meistens am Anfang meiner Karriere, wo ich noch in Holland viel trainiert habe. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so, dass die jetzt extra gemacht haben. Holland allgemein, die Stand-Up-Kämpfer, die sind alle deutsch, die machen alle hart. Ja. Nach Training sind wir wieder Freunde. Aber ich hatte Situation hier in UFD, wo die Jungs aus England kamen zum Sparring. Und dann auf einmal habe ich gesehen, der eine wird Asi. Mhm. Der war besser wie der eine von uns. Mhm. Und der hat das so richtig, wie soll ich dir sagen, genossen, aber mit Arroganz und so. Dann habe ich gesagt, komm, lass mich mal mit dem machen. Ja. Und ich hatte an dem Tag Videodreh, ne? Einen Tag mit Sportler, irgend so ein Shit war das. Okay. Auf jeden Fall, ich habe mit dem Typen gemacht, ich habe den auseinandergenommen und wir haben das Video hochgeladen. Ne? Ja, okay. Und sein Manager hat uns angeschrieben und hat gesagt, wenn ihr das Video nicht wegnehmt, ich zeige euch ein und so eine Shit. Ja. Ja, wurde der Spieß wurde dann mal umgedreht und zack, schon hebt er den Finger hoch. Was und mich am meisten abgefuckt hat, ich war den ganzen Tag mit dem Kameramann da, das war Anfang meiner sozusagen Karriere mit Kamera so und so. Das hat mir so schwer getan.
Und dann sagt er mir so, Bro, wir müssen das wegmachen, dies, das. Ja, krass, und ganzen Tag Arbeit im Endeffekt weg dann gewesen, oder was? Ich war so abgefahren. Ja. Und seit dem Tag war der Typ nicht mehr da. Der hat mich in Insta angeschrieben, irgendwas, so und so. Ich sage, bist du behindert, Junge? Mach ich das Video oder was? Aber wenn du ein Problem hast, komm, ich zeig dir. Komm doch mal her, okay. Und wir sind so auf Agro auseinandergegangen. Ja, ah, krass. Okay, wir sehen uns. Aber das ist schon 3-4 Jahre her. Habt ihr euch noch mal gesehen irgendwie? Nein, aber seinen Manager habe ich gesehen, jetzt UFC Paris, der war da. Ah, okay. Als wäre nichts passiert, hey, Abus, so ist der vorbeigelaufen. Ja, krass. Aber ich muss sagen, du hast ein bisschen gefühlt. Weil es gibt zum Beispiel Jungs hier, die 3-4 Jahre lang trainieren, aber ich habe Angst mit denen zu machen. Ich weiß, was du meinst. Weil ich weiß, die sind so, die haben kein Gefühl, die können dich überall verletzen. Ja. Kein Gefühl, oder wenn einer auch ein bisschen auf Ego macht die ganze Zeit, weißt du? Das ist nicht gut. Ich habe nur ein, zwei Jungs mit denen ich mache. Ja. Ich habe aber gemerkt, lass es, weil ich habe schon selber gemerkt, es hat verschwunden. Aber wenn du an meinem Körper dran bist, ja. Und Beine da, ja genau, okay. Deswegen auch für die Leute da draußen, diese Ego-Kämpferei wird ein, also es, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es bringt gar nichts. Es bringt nichts, den Neuling extra zeigen zu wollen, so, ah, dich teste ich jetzt mal, sondern man spricht auch miteinander so ein bisschen, ja, wollen wir ein bisschen härter machen, kann man auch, ne? Man kann ja, das absprechen, klar, so. Klar. Weil es gibt so eine goldene Regel, schlägst du mich hart, schlage ich härter, ne, im Endeffekt so. Ja, genau so ist es. Ja. Weil sonst, damit könnt ihr sonst in anderen Gyms oder auch außerhalb gewaltig auf die Schnauze fliegen. Ja, am besten immer vorbereitet andere Gyms fahren, nicht jetzt, genau. Kein Kondi habt oder sonstiges, immer fit sein. Ja. Weil man weiß nicht, was auf einen zukommt. Zack, auf einen Asi kommt und dann geht's los. Ja. Urlaub fliegen gerade. Bisschen Regenerationstraining, Durchblutung anregen. Ich muss morgen ringen, deshalb heute ist easy. Besser von mir. Ja. Heute dürfen wir nicht so Gas geben. Wäre ich morgen dran gewesen. So, jetzt geht's in dieser Position los. Und jetzt wird aber gegrappelt bis zur Submission. Mal schauen, wie lange ich überlebe. Wir können ja mal einen Timer einstellen. Oha! Ja, beim Ring ist ja sehr viel Kondition gefragt. So, wie hältst du oder auch für die Leute da draußen, wie kann man die Kondition fürs Ringen gut aufbauen? Nur laufen bringt ja nichts. Also wie hast du da so ein Rezept für dich oder für die Leute, so, wo du sagst, so, mach das und das. Damit kriegt ihr die Kondition im Ring auf jeden Fall besser hin. So. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich zweimal die Woche ringe und einmal Grappling mache. Dass ich so dreimal die Woche so was mit Ringen zu tun habe, damit mein Körper die ganze Zeit dran gewöhnt ist. Und das Wichtigste ist, dass ihr das regelmäßig macht. Ja. Nicht jetzt so 2-3 Wochen gemacht und dann sein lassen, weil kommt nichts. Weil das braucht Zeit, so 5, 6, 7 Wochen ziehst du das durch und dann irgendwann mal merkst du, dass du selber, okay, jetzt bin ich fit. Der hat schon Position, Alter. Wie ist bei dir so, machst du so Lauftraining auch mal so oder ist bei dir das so gar nicht, nur in der Vorbereitung oder so? Wir haben letztens mit meinem Trainer Shukru drüber gesprochen. Einer hat ihn gefragt, wie viele Kilometer ich so gelaufen bin in der Vorbereitung in 10 Wochen. Ohne dass wir was im Gym gelaufen sind, wir sind über 200 Kilometer gelaufen. Ne? Ach so, in einer Vorbereitung von 10 Wochen. Ich habe ihm das erste Mal nicht geglaubt. Dann haben wir so hochgerechnet. Ja. 200 ist ein Minimum. Ah, krass. Ja. Das heißt, bist du dann morgens aufgestanden um 6 Uhr? Dreimal die Woche laufen. Und jetzt nicht so eine normale gerade Strecke hin und zurück. Ja, ja. So 4-5 Kilometer läufst du erstmal eine gerade Strecke und dann letzten 2-3 Kilometer Berge hoch, runter. Ja, auf, so ab und so Intervall, ne? Genau. Ja, krass, okay. Und das ist im Gym, während wir Training haben, laufen wir auch locker 2-3 Kilometer. Ja. Wenn man das hochrechnet, kommst du schon auf 250 Minimum.
Okay, Kondition ist gefragt. Das ist viel. Ja. Hätte mir vor Vorbereitung gesagt, wir müssen am Bus 200 Kilometer laufen. Oh, dann wäre Kopf gesagt, weg schon. So. Ich höre auf mit diesem Sport. Ja. Aber das sammelt sich alles. Ja. Ja, sehr gut. Oh, pass auf, pass auf. Ein Aber schön lehrreich wieder. Also für die Leute, die auch denken, so, es gibt ja viele Leute, die trauen sich nicht ins MMA zu gehen, weil die sagen, ich muss erstmal fit werden. Naja, ihr kommt, jetzt sei es UFD-Gym oder woanders, also so sollte es auch sein. Hier auch merke ich, dass es so ist. Du kommst rein, wirst lieb begrüßt. Dann fragt man, wie sind deine Fortschritte, schon mal was gemacht? Und dann wärst du in die Gruppe auch eingeteilt. Und dann geht das los. Also ich brauche keine Angst haben mit, ich muss erstmal fit werden, das gibt es gar nicht. Am Ende entscheidest du selber, ob du kämpfen willst. Dich kann dir keiner zwingen. Ja. Wenn du dich nicht gut fühlst, dann müsste es. Aber wenn du, ich sag mal so, mehrere Wochen im Schnitt gemacht, trainiert hast, irgendwann fühlst du dich gut und dann sagst du dich selber, ey, soll ich mal ausprobieren? Ja. So geht das. Aber wenn du vornimmst jetzt, ich gehe nicht trainieren, weil ich dann kämpfen muss. Ja. Das ist Blödsinn. Ich kenne die Jungs, die seit Jahren trainieren und keinen Kampf gemacht haben. Und im Endeffekt geht es ja auch um die Selbstverteidigung auch. Ne? Genau. Dafür ist der Kampfsport ja da. Und allein das ist schon sehr, sehr viel wert. Kampfsport kannst du bis ins später Alter machen. Ja. Danke, Uwe, nochmal für das Training, dass du gekommen bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ne? Ja, kein Problem. Vielleicht in der Zukunft machen wir mal Grappling oder Boxen. Ja, genau. Oh, das wär eine interessante Sache. Ja, und mit dem Code ABUS habt ihr maximalen Rabatt auf Smilebox. Oh,